Zeug? Nee, das habe ich jetzt eben nicht mehr. Ich habe jetzt das mit den... Dann laufen wir jetzt zur Tiefgarage. Ja, weil hier drüben war wieder SHD-Netzwerk hacken. Ja. Ja. Wo war... In so einem Zelt? Wird das sein? Haltet mal Ausschau, hier ist irgendwo eine Kiste. Schlossknacken, ich hab's markiert. Jo. Komm, da drüben gleich. So, dann lass mal Kendo aufmachen, vielleicht bringt er uns mal Glück. Aber das ist... Ja doch, das war die schon hier im Zelt. Komm mal zu mir. Komm, wir gehen mal hier schnell ins Diebesversteck und geben mal den Scheiß ab. Ja, gut. Dann können wir immer noch an der... Nicht, dass wir jetzt auf Blöden gefickt werden. Oh, hier ist eine Waffe. Eine grüne. Super. Hinten dran, da ist eine Basis. Aber hier Laser werden. Hier hinten haben wir noch nie nach einer Kiste gesucht, ne? Aber hier sieht es ja so aus, als müsste hier eine stehen. Gruppenmitglied, alle herkommen bitte. Es gibt relativ viele Kisten, ne? Ja. Ja. So, die Munition hier unten aufnehmen. Da ist meistens immer so Explosionsgeschosse oder so ein Scheiß drin. Das würde mich mal interessieren hier. Sag so ein Vorteil, keine Ehre benötigt. Ist auch nochmal Loot später. Diebesversteck ist was drin? Nur diese Kiste dort? Nee. Ja, das Diebesversteck ist quasi dafür da, wenn du die Kisten aufsammelst, hast du ja gesehen, da läuft eine Zeit runter. Und umso größer, umso mehr Kisten du einsammelst, umso länger wird die Zeit. Du bist ja in der ganzen Zeit, bist du ja so gesehen Rogue, also angreifbar. Oh, hier war gerade Schlossknacken. Abtrünnige Aktion. Aber das war die von gerade eben noch. Das war die von eben. Lass uns mal hier umschauen, hier waren wir noch nie. Muss es da auch eine Kiste geben. Ja, das mit Sicherheit auch. Ich möchte auch wetten. Warte mal, ich habe hier glaube ich schon mal eine gesehen. Und zwar hier oben in der Mitte. Ich glaube hier waren wir schon mal. Hier ist es doch. Allied Agent is activated. Rogue Protocol. Nearby Agent has become Rogue. Also wenn wir über die violetten Teile von der Menge her, dann muss ich öffnen, weil ich habe fast alles violett. Ach so, na gut, dann musst du öffnen. Rogue Status removed. So, hier geht's auf jeden Fall runter in die Garage, Männer, bitte kommt. Ja, mit. Dann gehen wir ins Garage. Oh oh. Die Munition, die Explosionsgeschosse und so rüstet der gleich jetzt aus. Boah. Mach mal, da ist ein Fett. Boah, Sound. Au. Ich hab fast 102 Schuss, aber die Nachladezeit ist so am Signal. Also 122 sogar. So. Ja, dann mach mal auf, Lars. Was ist hier kontaminiert und was nicht? Das siehst du. Das ist immer random. Random. Wenn, also, es gibt halt Items, die landen dann direkt in deinem Inventar. Oh, boy. Oh, eine AKM. Bitte? Eine AKM lila. Nice. Providence-Rüstung. AKM ist eine Waffe. Ach, das ist die AK, oder was? Jo. Okay, hier sind doch noch Kisten, Robby. Ja, ja. Wo läufst du denn jetzt hin? Das war auch kontaminiert. Die nächsten Kisten. Es war nicht hier, Lars. Es war die Richtung. Ja, weil Schloss 1 war knacken. Ja alles. Teil 1 war ja hier irgendwo. Schloss knacken. Hier. Und
Teil 1 war ja alles kontaminiert in der Dark Zone. Naja, hier ist es immer mal so. Also stopp mal kurz. Schlossknacken ist jetzt 14 Meter über uns. Das ist das, was du vorhin gesucht hast, ja, Robby. Das sehe ich. Hier unten muss aber auch noch eins sein. Ja, hier ist doch die Kiste. Ja, ja, die geht aber nicht. Ja, dann lass uns die andere nehmen. Müssen wir nochmal zurück. Wie viel Abklingzeit haben die denn? Die andere ist hier. Die andere ist hier. Hast du? Ja, Schlossknacken. Jetzt habe ich aber auch Schlossknacken mal endlich dastehen. Bei mir steht das auch nie. Jetzt habe ich es auch dastehen. Blau, Richter und Kaiser. Beinhalterung. So, und jetzt müssen wir hoch. 460. Ich muss mir kurz erstmal das Inventar aufholen. Schlossknacken 50 Meter über uns. Hast du eine blaue oder eine violette P416? Eine violette. Oh. Krieg ich die? Die brauche ich unbedingt. Kann ich die haben? Das ist meine Lieblingswaffe, das ist kein Blödsinn. Nee, die ist hammergeil. P416 ist Wahnsinn, das ist ein Sturmgewehr. Ich hab die schon in Division 1 so gern gespielt. Ja, in Division 1 war die wirklich gut. Ich glaube, die ähneln sich auch sehr von Teil 1. Ich glaube, die haben nicht viel geändert. Haben da schon einige so, aber die fand ich. Das war meine. War wirklich gerade für PvE war es meine Lieblingswaffe. Für PvP war sie. Leider nicht gut, weil sie zu slow war. Ja, was ist denn mit euch? Warte mal. Ich bin hier vor der Kiste, aber... Ja? Ach so, du bist schon da. Das ist ja gut. Boah, ich hab's schon. Nee, ich brauch irgendwie noch eine geile... Das, aufmachen. Ja. Ja, wir müssen hier auf... Da sind wir mit denk dran, wir sind attackbar. Ja, 200. Ja. Ich sehe den Typen auch, ich würde ihn wegnatzen, dann könnt ihr abgeben. Der scheint allein zu sein. Ah, oh, das ist ja übel. Da welche. Der Topsen ist down. Mit dem Ding, wenn ich mit dem Ding einen Heavy mache. Geil. Jetzt haben wir Manhunt. Ich weiß auch jetzt nicht, wie ich noch so schnell zu dir kommen soll. Das dauert ja ewig. Mhm. Scheiße, du hättest zu mir hier kommen sollen. Du bist viel zu weit weg von mir. Wo ist denn das Seil? Ja. Ja, gut, so wie im Bett. Hä? Die Spielung? Boah, ich hab's nicht gecheckt. Wo denn? Der ist down, glaube ich. Ja, der liegt da. Deine Scheiße, nur weil ich auch ich müsste mal so einen Bossfight starten hier. Wo ist denn hier ein Boss? Also so der etwas länger geht. Der schleicht da! Da ist der. Ja, natürlich, Alter, ich war One Hit! Alter, ja, ganz sicher. Er bumst mich aber komplett. Oh oh. Ja, mit seinem scheiß Schlagerhammer, Mann. Ist ja nicht sein Ernst, ey. Kommt der da hochgesprungen, bumst wieder komplett weg, ey. Ja.